Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Don't Starve. Und es gab ein neues Update und dieses neue Update sorgt dafür, dass Nahrungsmittel, man sieht jetzt hier, die sind so grün hinterlegt, das heißt Nahrungsmittel können ab sofort verfaulen, vergammeln, verschimmeln und so weiter. Und das heißt, wenn wir nicht aufpassen, dass unsere Nahrungsmittel frisch gehalten werden, sag ich mal, dann vergammeln die und das wäre natürlich nicht so gut. Ja, was habe ich mir in dieser Episode vorgenommen? In dieser Episode habe ich mir tatsächlich einen Plan gemacht. Und der Plan ist lautet wie folgt. Ist eigentlich ganz simpel. Ich möchte zum Teich gehen und mir ganz viele von diesen Schilfrohrsachen holen. Ich möchte mir eben ganz viele von diesen Schilfrohrsachen holen, um dann einen Vogelkäfig zu bauen. Dafür fehlt mir, denke ich, wenn mich nicht alles täuscht, nur noch Schilfrohr. Und das ist ganz cool. Und ich weiß leider nicht, ob man hier irgendwie sehen kann, wann Sachen anfangen zu verfaulen, zu vergammeln. Also ich nehme an, die werden dann von grün in eine andere Farbe oder sowas. Ja, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich, wenn man das nicht eindeutig sehen könnte, wäre das natürlich sehr ärgerlich. Offensichtlicherweise. So, ja, wir laufen einfach quasi quer durch das Land mit dem Ziel eben dahin zu kommen. Und ich denke, es gibt auch irgendwo, wahrscheinlich hier unter Structures, nee. Ich hätte gedacht, es gäbe einen Kühlschrank, den man jetzt bauen kann. Ist er hier unter Food? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wenn mich nicht alles täuscht. Ach so, vielleicht müssen wir den natürlich erst erforschen, um den bauen zu können. Also sollte jetzt irgendwie einen Kühlschrank oder sowas geben, damit man eben seine Nahrung in den Kühlschrank packt und wenn die Nahrung im Kühlschrank ist, dann wird sie offensichtlich nicht schlecht. So wie wir das auch täglich quasi handhaben. Ich glaube, jeder hat einen Kühlschrank bei sich zu Hause. Wenn ihr keinen Kühlschrank bei euch zu Hause habt, dann wohnt ihr wahrscheinlich in der Antarktis oder so. Naja. Oh, guck mal, wir haben hier ein neues Gebiet. Das hatten wir davor auch noch nicht so oft. Oh, und noch mehr Berrybüsche und Karotten. Und ich freue mich über alles. Und ein Vogel. Und Seeds. Und ich weiß gar nicht. Weiß gerade gar nicht, worüber ich reden soll. Ach ja, ich will einen Vogelkäfig machen. Habe ich ja schon mal erwähnt. Und das wollte ich gar nicht mitnehmen. Naja. Und ich wusste auch gar nicht, dass wir das hier schaffen können von der Zeit her. Also hierher zu kommen, erstmal den Vogel töten. Vogel. Das ist natürlich ein Vogel gewesen, den ich gerade getötet habe. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. So, wir suchen natürlich dieses... Ah, hier so, Schilfrohr. Wäre der Ausdruck dafür, glaube ich. Und wo wir hier sind, ist es einigermaßen gefährlich. So, ich brauche mehr Schilfrohr. Hier haben wir zum Beispiel noch mehr Teich. Hier haben wir noch mehr Schilfrohr. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Oh, aber ich will mindestens 6-7 Schilfrohr mitnehmen. Ja, ja, die treffen normalerweise eh nicht. Normalerweise, man sollte trotzdem ein bisschen aufpassen, diese Tentakel, die da aus der Erde rauskommen. Die machen nämlich sehr viel Schaden. Wie wär's mit mehr Schilfrohr? Ich brauche mindestens 5. Glaube ich. Oh. Ja, ja, so. Okay. Nimm das Schilfrohr, da ist noch mehr Schilfrohr. Gut, gut. Und ich sollte hier auch nicht sein, wenn die Nacht anbricht. Ich glaube, das ist nicht so dolle, wenn wir dann hier quasi während der Nacht rumgammeln. Lecker Froschbeine. Heute gibt es wieder Französisch. Achso, außerdem, was glaube ich geändert worden ist, wenn mich nicht alles täuscht. Diese Bison-Vieh, die wir schon mal... haben wir die schon mal gesehen in meinem Let's Play? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gibt es so Bisons und die sind jetzt nicht mehr von Natur aus freundlich, sondern die sind jetzt von Natur aus böse, glaube ich. Also, das heißt böse. Die wollen halt einen nicht in der Nähe haben, es sei denn, man hat irgendwie einen speziellen Hut oder sowas. Das heißt, da haben sie nochmal irgendwas verändert. Aber sonst hat sich, glaube ich, nichts großartig geändert. Ich würde gerne... Oh Mann, ey, den Hasen hätte ich sowas von kriegen müssen. So. Oh, lecker Hasenfleisch. So, essen wir gleich mal. Und dass diese Sachen jetzt alle vergammeln können, das gefällt mir irgendwie so gar nicht. Weil ich halt auch nicht weiß, wie lange sowas dauert und so weiter und so fort. Es gibt einen Haufen ungeklärte Fragen dazu. Und ja, wo bin ich überhaupt? Okay.
Ich bin hier, also wir haben auch nichts in der Nähe, was ich gerade gebrauchen kann. Ich hoffe, die 8 Schilfrohr, die ich gesammelt habe, reichen eben. Und wenn es jetzt gleich Nacht wird, dann baue ich mir einfach, also erstmal hier Seile. Zack, 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 zack. Wunderbar, haben wir ein Seil. Dann bauen wir uns eine Straw Roll daraus. Und mit der Straw Roll können wir dann eben gleich pennen, wenn die Nacht kommt. Vielleicht können wir auch einfach laufen. Ich sehe gerade keine Gegner. Ich weiß leider nicht, was für eine Mondphase wir haben. Also halt so absolut gar nicht, was problematisch sein könnte, weil wir jetzt gerade am Schweinedorf vorbeilaufen. Aber ich denke, wir kommen noch rechtzeitig am Schweinedorf vorbei. Und danach ist ja eigentlich... Oh, ich bin nicht gerade erschrocken von dem Vogel da, ey. Ich könnte gar nicht glauben, wie ich mich gerade gedacht habe, oh oh, was könnte das nur sein? Ja, aber wir kommen definitiv noch in die Nähe unseres Lagers. Und da wir ja mit Willow die Fähigkeit haben, irgendwo Feuer zu entzünden, ist das ja gar kein Problem. Wenn wir sogar etwas später angekommen wurden. Ich wusste auch gar nicht, dass wir so weit kommen können mit unserer, mit dieser Tour, ohne Probleme zu haben. So, dann machen wir mal ein kleines Feuerchen und braten das Zeug hier. So, was wollte ich mir bauen? Genau, einen lustigen, tollen Vogelkäfig. Dafür brauche ich Papyrus. Oh, dafür braucht man aber mehr Dinge. Aber ich weiß, dass ich noch irgendwo welche habe. Genau, hier haben wir noch mehr von diesen Reeds. Können wir noch ein Papyrus machen. So, wo ist jetzt der Vogelkäfig? Kann ich den überhaupt schon bauen? Vogelkäfig. Ist der unter Structures? Kann ich den schon? Nee, Vogelkäfig. Den müssen wir erstmal researchen. Habe ich irgendwas zum Researchen gerade? Eieiei, da habe ich mich... Ich dachte, ich hätte schon eigentlich fast alles, was ich machen will. Aber den Vogelkäfig haben wir wohl noch nicht. Dann muss ich hier eben mal Steine füttern. Dauert gleich ein bisschen und dann, wenn die Steine da... Ups, wenn ich getroffen hätte, wenn die Steine dann alle da drin sind, bis wir 100 haben, dann werden wir uns um einen Vogelkäfig kümmern. Okay, warte, ich habe genug. So, dann... Da. Ja, ja. Birdcage, Research. Hurra. Okay, now I should build it. Ja, habe ich auch vor. So, Vogelkäfig. Wo stellen wir den denn hin? Ich würde sagen... Stellen wir den einfach mal hier hin. Schön, jetzt brauche ich nur noch einen Vogel. Jetzt müsste sich nur noch irgendein Feind in meine, in mein Zeug hier verirren und dann wäre es supi. Okay, dann ordnen wir unser Inventar neu. Die Sachen, die... Achso, davon würde ich ja gerade eigentlich nicht so viele braten. Weil ich außerdem, was ich bauen will, wäre... Ja, Farmplot. Dafür braucht man aber Code. Habe ich gerade keinen Code, aber es gibt eine Möglichkeit... Code ranzuschaffen. Mit der Art, also wo ich auch gerade bin, ist das durchaus möglich. Wenn mich nicht alles täuscht, können wir ja einfach jetzt hier hingehen. Wir sind ja hier in der Nähe des Schweinedorfs. Und den Schweinen unsere tollen Sachen füttern und dann kacken die uns dahin. Und dann können wir die Kacke benutzen und alle sind glücklich. Das ist so der Plan, den ich gerade habe. Erstmal gucken, ob das funktioniert. So. Und später muss ich mir natürlich irgendwo suchen, wo wir Yaks finden. Oder ich geb mal ihm. Also ich weiß gar nicht, ob er auch kann, also Code produzieren, sag ich mal. Nee, vielleicht muss ich denen das hier geben, die Bären vielleicht. Ah, genau, die Bären. Die Bären... Bären equals Kacke. Er will nicht noch mehr Bären. Das ist natürlich... Ups, ich hätte ihn jetzt, glaube ich, fast angegriffen. So. Hier, guck mal, Bären für dich. Ah, du willst keine Bären. Guck mal hier, Bären für dich. So, jetzt haben wir ein Farmplot und ein... Ja, genau, wir können auch den besseren Farmplot eben machen.
Werde ich jetzt gleich mal auch machen. Dann haben wir eine weitere Nahrungsquelle eben gleich, die wir haben. Oh, guck mal, da ist noch Samen. Samen sind sehr wichtig. Man sieht also, okay, man sieht das, wenn die Sachen ablaufen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit an den Beeren, ich habe noch ein bisschen Zeit an den Toasted Seeds, bis die ablaufen. Und das ist ganz gut eigentlich, dass man das sehen kann. Und ja, was nehmen wir mit? Diese ganzen Pinecones und ein bisschen Kohle könnte ich wieder erzeugen. Hier, wo wir den kompletten Wald quasi zernichtet haben. In einer der letzten Episoden. Ey, du. Achso, was wollte ich jetzt? Vielleicht haben wir ja schon sogar einen Vogel gefangen jetzt. Bin mir natürlich nicht sicher. Weiß ich nicht so genau. Nee, ich sehe keinen Vogel in unseren Fallen gerade. Und in unserem Vogelkäfig auch nicht. Naja. Ich weiß auch gar nicht, was der Vogelkäfig so wirklich bringt. Also ich weiß zwar, dass man ihn bauen kann. Dass man da offensichtlicherweise einen Vogel reinsteckt. Aber ich weiß gar nicht, ob der... was denn der wirkliche Nutzen eines Vogelkäfigs so an sich ist. So, was mache ich jetzt? Erstmal esse ich was. Und dann pflanze ich hier ein paar Bäume ein. Ich pflanze die ein und lege die nicht da nur hin und ich höre irgendwas. Sind es die Hunde? Ah, es ist ein Vogel, den wir gefangen haben. Gucken wir mal. Aber das ist ein schwarzer Vogel. Ich hätte lieber einen nicht schwarzen Vogel in meinem Käfig. Ich habe was gegen schwarze Vögel. Nee, ich hätte, glaube ich, lieber einen anderen, einen nicht schwarzen Vogel eben. In meinem Dingens hier. Ach, die Straw Roll habe ich gar nicht gebraucht. Das können wir mal wegpacken. Ah, da sind doch die blöden Hunde. Du kriegst eins auf den Kopf, Alter. Oh, da kommt noch einer. Sit down, please. Ja, wir haben sehr gute Rüstung, deswegen machen die uns sehr wenig Schaden. So, dann kochen wir mal das Monster Meat und das kann auch verfaulen. Wobei Monster Meat ist ja so an sich schon nicht so das Beste, was es so gibt. Ach so, wollte auch mal gucken, ob man jetzt sich... guck mal, Icebox. Slows Food Spoilage. Ah, cool. Und ein Turbo Farm Plot, den haben wir noch nicht freigeschalten, den hätte ich aber gerne. Da muss ich den Schweinen mehr Zeug füttern. Vielleicht kann man den Schweinen auch später vergammelte Sachen eben füttern. Und bekommt dann dadurch eben, weiß ich nicht, auch Kot. Ich brauche noch zwei weitere... Wo sind denn die Schweine? Da unten. Ich brauche zwei weitere Kotbrocken. Guck mal, Schweini, hier für dich. Sehr schön. Ich brauche noch ein weiteres Kothäufelchen. Das ist übrigens, glaube ich, nicht sehr ökonomisch, die Schweine zu füttern für Kot. Nein, ihr sollt nicht in... jetzt kann ich keinen super, duper, mega, ultra Farmplot bauen, sondern nur so einen Speedy Farmplot. Und das werde ich, glaube ich, auch gleich mal machen. Ansonsten ist so das Nächste, was ich gern bauen würde, ein Kühlschrank offensichtlicherweise, damit ich da mein Essen so zwischenlagern kann und... Ja, ich habe schon so einige Pläne für die Zukunft, sag ich mal. Ach ja, und weitere Two-Traps. Wir haben ja einen Zahn von diesem Hundevieh bekommen. Ansonsten will ich hier noch neben den Saplings, die wir hier haben, eben die anderen Teile alle haben. Also, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Hier die Büsche, eben die Grasbüsche, glaube ich. Ist das Gras sogar? Ich glaube. So, ich nehme jetzt mal die Bird Trap und leg die mal dahinter. Du bist falsch, da Vogel. Ach ja, jetzt sollten wir vielleicht ein wenig hier. So. Ansonsten, was will ich mir erforschen? Ja, vor allem eben den Kochtopf. Ja, die Samen will ich erstmal lassen, wie sie sind. Und ich will so einen Farmplot bauen. Dafür brauche ich ein mehr Holz, oder? Habe ich hier noch Holz? Nein. Oh Gott, ich will so viele Sachen gleichzeitig machen gerade. Also außerdem will ich machen hier eine weitere Toot-Trap.
Dafür brauchen wir ein Seil. Seile bekommen wir hier. So, da nehmen wir erstmal die Sticks, die wir gesammelt haben. So, Seile, Bild. Ach so, ich habe schon ein Seil gebaut. Ich bin doof. Two-Trap, genau. Dann legen wir die mal hier hin. Also ich werde die so rund um mein Lager halt verteilen. Weiß ich nicht, ob's da ob man die vielleicht besser verteilen könnte oder sinnvoller. So, dann würde ich mir machen noch eine Straw Roll. Eine zweite. Dann haben wir ein weniger Spot im Inventar, den wir damit benutzen. Die Waffe lege ich erstmal wieder weg. Die brauchen wir ja gerade nicht. Dann nehme ich wieder meine Axt mit, mein restliches Zeug. Und fütter dann hier wieder erstmal Steine rein. Und ich würde gerne mal einen Vogel fangen, aber irgendwie wollen die gerade nicht so wirklich. Und die Nacht ist auch gleich rum. Dann würde ich sagen, beende ich auch die Episode hier. Ich denke, wir haben viel geschafft. Wir haben einen Vogelkäfig gebaut, leider ist er noch ohne Vogel. Wir haben erfolgreich die Hunde abgewehrt. Wir haben aus Schweinen Kot gemacht. Das hört sich auch ziemlich pervers an. Naja. In der nächsten Episode werde ich dann versuchen, hier so ein paar neue Sachen zu erfinden. Vor allem die Icebox werde ich wahrscheinlich in der nächsten Episode bauen. Damit sage ich Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Episode. Und ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Don't Starve.